Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Also es geht immer weiter hier mit diesem Handelskrieg zwischen den zwei Handelshäusern. Ich glaube, das ist die dritte Aufgabe, die wir jetzt kriegen von dem hier, seitdem wir wieder aus dem Sumpf zurück sind. Hört sich ja ziemlich geheimnisvoll an. Worum genau geht es? Stimmt schon, stimmt schon. Wenn es um eine Angelegenheit wie diese geht, sollte man damit auch nicht so herumposaunen. Also hört gut zu. Um die Streitigkeiten über die Bierlieferung mit dem Haus Nicebeck ein für alle Mal zu beenden, bahnt Emaran Storrebrand einen Zusammenschluss mit der Brauerei Helles Ferdocker an, um so das Bier exklusiv verkaufen zu können. Ich verstehe. Das wird man im Hause Nicebeck aber nicht gerne hören. Welche Rolle soll ich dabei spielen? Eure Aufgabe wäre es, unseren Unterhändler zu einer geheimen Unterredung mit dem Brauereibesitzer zu eskortieren, ihn während der Unterzeichnung des Vertrages zu schützen. Danach begleitet ihr ihn selbstverständlich wieder zurück hierher. Es darf ihm unter keinen Umständen etwas zustoßen. Das heißt, wir sind Bodyguards. Dies scheint eine recht knifflige Aufgabe zu sein. Ich hoffe doch, sie wird entsprechend entlohnt. Immer das Geschäft im Kopf, wie? Das gefällt mir. Aber ja, dieses Mal wird es natürlich eine größere Belohnung geben als die anderen Male. Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Den Auftrag anzunehmen, dann hole ich den Unterhändler. Oh, ich bin soweit. Mach mal. Wunderbar, einen Moment. Unterhändler Memminger. Eure Eskorte ist hier. Ihr könnt herauskommen. Ja doch, ich bin schon da. Schreit doch nicht so herum. Was, wenn euch jemand hört? Diese Schreiberlinge. Allesamt zu zart beseitet, wenn ihr mich fragt. Aber was soll's, ihr werdet das Kind schon schaukeln. Hallihallo. Guten Tag. Irre ich mich oder seid ihr hier, um mich zu der Verhandlung zu geleiten? Ihr irrt nicht. Ja, das bin ich. Am besten, wir machen uns gleich auf den Weg. Sehr richtig. Die Unterzeichnung dieses Vertrages ist äußerst wichtig für unsere hiesigen Handelsbeziehungen. Bitte folgt mir. Oh. Schon dabei. Folgt mir. Candidus. Stop. Sanja. Yandra Aikara. Schwupp. Schwupp. Nix wie hinterher. Genau, umzingelt immer. Begleitschutz. Ey! Geht viel zu nah ran. So, quicksaven wir mal. Da, das Huhn. Es attackiert uns. Hallo, hübsche Harika. Lust auf ein wenig Spaß? Gute Entscheidung. Ja, hallo. Was? Nein. Entschuldige mich. Ich muss weiter. Da lässt du dir aber was entgehen. Folgt mir. Was denn nun? Keine Lust? Wunderbar, seht, dort drüben steht der Herr von der Brauerei. Wartet bitte hier und haltet die Augen offen. Die Unterredung sollte nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Es ist nur noch wenig zu verhandeln. Okay. Das trifft sich gut. Irgendetwas sagt mir, dass Ärger in der Luft liegt. Beginnt lieber gleich mit dem Gespräch. Irgendetwas sagt mir das auch. Deswegen machen wir nochmal neu die Buffs auf uns. Dukaten, das was? Ihr wollt mich wohl verkohlen? Dieser Preis ist so nie mit unserem Haus verhandelt worden. Tut doch nicht so unwissend. Da kommen schon welche. Die Kosten sind eben gestiegen. Ich kann euch kein Fass mehr zum alten Preis überlassen. Es sei denn, ihr wollt leere Fässer. Ihr da, Störrebrands. Es gibt da einige Leute, die es nicht mögen, was hier ausgehandelt wird. Schwarzaugen, oje. Ich fürchte, das nimmt kein gutes Ende. Was haltet ihr davon, wenn wir die Unterredungen hinter dem schweren Turm der Brauerei fortsetzen? Dann könnt ihr eure Eskorte inzwischen dieses
Missverständnis klären. Guter Einfall. Los, schnell hinein. Versteckt euch nur. Wenn wir mit eurer Leibwache fertig sind, seid ihr die Nächsten. Ich glaube, das werden wir aber noch sehen. Gehen wir am besten mal auf den Anführer zuerst. Obwohl, du machst ja wahrscheinlich direkt Verwundungen, ne? Deswegen alle auf den. Du darfst einmal den machen. Du darfst einmal den machen. Und ich mach das schon. Meine Rache. Ha! Na, schau. Gute Entscheidung. Verwundet. Also wir müssen unbedingt das Ausweichen hochkriegen. Atem geht ruhig. Ich mach das schon. Das bin ich. Ja. Oh. Ist alles vorbei? Kann ich unbesorgt sein? Ja, kein Problem. Komm ruhig raus. Ja, diese Schläger können euch nicht mehr behelligen. Kommt. Besser, wir bleiben nicht zu lange hier. Wer weiß, ob nicht noch mehr von diesen Typen auftauchen. Konntet ihr den Vertrag denn abschließen? Ja, wir konnten uns einigen. Alle Papiere sind unterzeichnet. Dann auf zum Lagerhaus Störrebrand. Moment. Erst sammeln wir hier ein bisschen was ein. Ja, kriegen wir wieder einen Dukaten. Ja, nicht ganz wohl. Aber immerhin. Und du machst bitte einmal Wunden heilen. Sprich, Freund. Da ist er wieder. Zwinker, zwinker. Der Lärm. Wir rennen schon mal vor. Wirst du schon überleben. Aber besser. Dann stirbt er doch, weil irgendwas passiert. Danke vielmals für eure Hilfe. You're welcome. Ohne euch wäre ich nicht mehr am Leben. Ihr seid endlich zurück. Und der Unterhändler hat sogar noch seinen Kopf auf den Schultern sitzen. Herr Störrebrand wird äußerst zufrieden mit dem Ausgang der Verhandlungen sein. Ich werde ihm persönlich nochmals mitteilen, wie nützlich ihr dem Haus Störrebrand gewesen seid. Hier ist eure Belohnung. Wir werden uns sicherlich wiedersehen. Störrebrand, die tun ganz Aventurien überrennen. Stinkreich seid ihr. Kommt später. Ah, okay. Hier geht's erstmal nicht weiter. Super. Das heißt, wir haben alle Nebenquests außer das mit der Mutter Randinsky gemacht, die hier unten ja wäre. Und das lassen wir aber aus, weil wir erst in die Grafenstadt gehen und versuchen uns mal zu buffen. Also Level-Ups, Abenteuerpunkte einsetzen. Vielleicht noch ein paar Tränke machen. Ich denke mal, das restliche Video wird da drauf gehen. Und im nächsten Video werden wir dann uns mit der Mutter Randinsky oder Radzinski oder wie sie hieß. Achso. Was war eigentlich hier mit dem Dings? Hier war doch irgendwo ein Händler. Das war der Danko, glaube ich, oder? Was war mit dem hier? Gladiatorenhelm, was kannst du? Nichts Besonderes. Buckler ist schon wieder Eisenbeschlagen. Nee. Kann man nicht gebrauchen. Schwere Armbrust. Boah, 2W6. Das ist das, was ich meine. Alle dann Armbrust lernen. 4 Kampfrunden dauert halt. Aber jedem eine Armbrust ausrüsten, vor jedem Angriff dann draufschießen, da ist ja jeder Gegner direkt tot. Wenn es natürlich mehrere sind, dann wechseln auf Nahkampfwaffen oder sowas.
Aber es ist momentan... Also bisher den Rattenkampf gegen die Mutter, das war schon nicht ohne für die Stufe. Aber ansonsten ist das eigentlich recht easy, ne? Oh, einen guten Tag wünsche ich euch. Ja, da ist noch immer noch nichts Neues. Nö, da hat sich nichts getan. Okay. Rübinger, hallihallo. Sagt nichts, schade. Bala. Alles klar. Hallo, nett von euch. Schade, die sagt auch nichts mehr. Ein paar... Jo, Nahkampfübungen. Was hätten wir denn da? Defensiver Kampfstil. Da du vorne als Tank agierst, wäre das vielleicht gar nicht schlecht. Hättest auch genügend Punkte dafür. Meisterparade. Paradebasis. 8 fehlt dir. Konstitution 12 fehlt für Ausdauer. Ausweichen 2 wird noch gar nicht gemacht. Aber Schildkampf brauchen wir auf jeden Fall. Hier, den nächsten Schildkampf kannst du auch schon. Sehr gut. Das heißt, wir brauchen Konstitution 12, damit wir Ausdauer lernen können. Ausweichen 2 können wir hier gar nicht lernen. Amazone voraus. Jo, wir geben dir mal die Rüstungsgewöhnung. Kannst sowieso momentan nichts großartig lernen. Rüstungsgewöhnung, Ausdauer, Kraftwurf. 2x Schadenspunkte. Das ist echt nicht schlecht. Du brauchst gezielter Wurf vorher dafür, ne? Gezielter Wurf. Fernkampfbasis 8. Ich hoffe, die kannst du überhaupt erreichen. Da muss ich gleich nochmal gucken. Meisterparade solltest du lernen. Defensiver Kampfstil. Oh, ist ein richtiger Tank geworden. Sehr schön. Na klar. Ja. Schildkampf Blödsinn. Ausweichen hast du. Vierte Parade an Ausdauer. Ja, aber... Parieren kannst du sowieso nicht mit dem Bogen, oder? Sehe ich das falsch? Nö, sehe ich richtig. Das dürfte nicht möglich sein. Okay, soweit so gut. Was haben wir hier noch? Kannst du auf jeden Fall hier Punkte einsetzen, besser zu treffen. Selbstbeherrschung machen wir hoch. Sinneschärfe, damit da vorne mit bei ist.
Okay, dann lassen wir das erstmal so. Ja, Konzession. Magie kannst du sowieso, brauchst du sowieso, du kriegst später die kompletten Beinschienen der Flammen, ne? Die kompletten Flammen-Outfit, dann hast du sowieso genügend Rüstungsschutz. Ja. Bei dir überlege ich, Konstitution hochzumachen. Wäre schon mal ein Punkt weniger, aber... Nee, wir bewahren das auf für Ausweichen. Und vielleicht für hier irgendwelche Sachen noch hochzumachen. Kampf hast du doch alles, oder? Nee, Fechtwaffen kannst du noch erhöhen. Wir sind auf 14, 14, 14. So. 15, 14, okay. Wurfwaffen, wir könnten aus dir einen Fernkämpfer machen. Aber warum? Wir haben einen Tank. Okay, so machen wir es. Ich gucke lieber die Klartes von hinten an. Dann werden wir jetzt mal ins Ferdocker-Anwesen gehen und ein paar Gegenstände ablegen. Und dann machen wir uns auf zu Mutter Radinsky. Und unsere Rache wird fürchterlich, hoffe ich. Oder wir werden wieder alle rapen und ja, mit eingezogenen Schwanz einen Rückzug antreten, weil wir immer noch zu schwach sind. Was aber leicht blamabel, glaube ich, jetzt wäre, oder? Ich glaube, wir sind stark genug. Ich hoffe es. Na, Wunden sind ein richtiges Problem. Aber die Konstitution richtig hochzukriegen, ist auch ein Problem. Ich würde sagen, das lohnt sich nicht zu zeigen. Ich tue jetzt einfach nur ein paar Gegenstände noch weglegen. Dann sehen wir uns gleich einfach vor der Brauerei. Bis demnächst, euer Chojin.